Yeah. Oh yeah, it's not there. Yeah, we're now there. U-Bahn-Station, huh? Yeah. Ach so. Yeah, okay. Ah, das ist der Lilienteich. Mitten im Teichgebiet, ja, sozusagen. Und den haben wir vor 2 Jahren manövriert. Aha. Ausgeschoben. Hier die Ecke wurde komplett ausgeschoben. Und schon wieder alles besiedelt. Und wie? Also Melioration ist eigentlich förderlich. Ja, deutlich. Ja. Auch untersucht, die Verschlammung, die... Und Eugen, jetzt müssten Sie mal ungefähr schätzen, wie viele Rotbauchungen hier sind und wie viele Laubbauchungen. Ja, ja, wir müssen ja sagen, wo rufen der Rotbauchunge ungefähr 1 bis 1,50 Meter. Sind alles männliche Tiere. Und bei Laubfrosch ist das ähnlich. Hier liegen wir regelrecht in der Sättigungsgrenze. Aha. Hier sind wir 1000. Wir haben das ja gesehen. Jeder anderthalb, 2 Meter ein Unke. So, ich gucke mir jetzt den ganzen Abend die Teiche an hier in Wittgenau, in Firma Selde. Und eins ist mir deutlich, es gibt Unmengen von Laubfrösche und Rotbauchunken und Teichfrösche. Deutlich mehr als im Dübringer Moor oder die städtliche Teiche. Also hätte ich nie gedacht, dort wo so viele Karpfen gezüchtet werden, da... dass da auch so viele Amphibien leben können. Was für eine Menge. Das gibt's ja gar nicht. Also sehr, sehr, sehr beeindruckend.